Hallo, willkommen zurück zur Folge 2 meines Let's Plays. Ich habe jetzt mal den Rausch kurz, oder bin ausgenüchtert, habe dann mal ganz kurz noch was gegessen, was getrunken und schon sind wir wieder da. Habe ich keine Pflanzenfasern? Nö, habe ich nicht. Gut, ich muss mal kurz Pflanzenfasern holen. Pflanzenfasern, die Erde. So, da werden wir uns eine kleine Kerze machen. Na komm. Jetzt halt. Moment mal, da ist doch. Schade. So, dann sind wir wieder zu Hause. Die Kerze werden wir gleich hier oben positionieren. Passt. Ich habe beschlossen, weil es ja jetzt noch so ein schöner junger Tag ist. Heute Nacht wird sortiert, aber jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Jagd. Die Waffen nehmen wir mit. Und zwar 71 von denen haben wir keine Pistole. Und dann nehmen wir die Schrotflinte mit. Die Bäume können wir gleich einpflanzen. Oh, ein Zombielein kommt. So, das ist aber nicht schlimm. Doch, wir haben eine Waffe. Ich wusste es doch. Dann brauchen wir nur die. Kommt dahin. Steine. Gut, das passt alles. Ich auch hin. Ja, die sind erledigt. Hier ist alles sauber. Haben wir die Tankstelle auch gleich sauber gemacht für heute. In dem Fall noch rausholen. So, jetzt zeige ich euch das kurz. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das abzubauen. Die eine ist, man schlägt das Ganze ab. 53. Oder man macht es auf. 103. So. Na, wo kommst du? Keine Ahnung. Das Auto nehmen wir ab und dann schauen wir mal, ob du kommst. Zerlegen wir gleich mal. So. Hier ist ja ganz schön was los, muss ich sagen.
Die ist zu weit weg. So. Da haben wir alles. Ein bisschen Benzin. Was hast du denn im Angebot? Gar nichts. Bisschen beeilen. Also ihr seht, wenn man das so abbauen würde, gibt es definitiv mehr. Also ist die Mod rein theoretisch sogar eine Verschlechterung. So, hier haben wir alles. Das ist ja mal nice. Gleich eine richtig schöne Maschinenpistole. So, den können wir zerlegen. Den können wir zerlegen. Fahrradgestelle, ja toll. Oder irgendwie sowas gleich mal. Zwei Fahrradlenker. Ich tausche Fahrradlenker gegen Fahrradgestell. Da ist alles zu. Der war leer. Mit. So, zerlegen, zerlegen. Hat sich rentiert. Ist in Ordnung, kann man lassen. So, und jetzt gehen wir nach Hause. Genug für heute. Sieht aus, als wenn ein Gewitter aufziehen würde. Ja. Mit dem Gebiet lässt sich was anfangen. Hier werden wir schon mal alles das reinpacken, was essenstechnisch wichtig ist. Da packen wir den ganzen Rest rein. Machen wir mal 8 Stück. Sehr schön. Okay. Dann sortieren wir das auch mal durch.
nichts mehr. Gehen wir uns mal Holz holen. Unheimlich. Ich werde aber jetzt mal die Gamma ein bisschen höher stellen für euch. Leider halt für mich jetzt ein bisschen einen sehr heftigen Grünstich. Geschichte. Ich mag keine laufenden Zombies. Aber es nützt ja nichts. Es muss sein in der Nacht. Muss nur sehr, sehr, sehr auf Vorsicht bedacht sein. Das sollte an Holz reichen. Okay, so. Machen wir da mal noch 4, 5, 6 Stück. Packen wir das Bett mal auf die andere Seite. Drei
Stück. So, das sollte reichen. Für was brauche ich so viele Kisten? Ja. Könnte man meinen. Okay. Hier, Waffen, Werkzeuge, hier oben kann man die Mods zu den Waffen reinpacken. Diese vier Stück hier bleiben leer. Da werde ich dann auf meinen Loot-Touren das Zeug reinwerfen, um sie dann später hier einzusortieren. Ja, Grundstein ist gelegt, es passt soweit alles. Wir haben eine Tankstelle und auch schon einen Burgerladen, sage ich jetzt mal, oder Fastfood-Laden auseinandergenommen. Oh, ich freue mich. Werden da ungefähr, also ungefähr wird unsere Base sein. 20 mal 20 wird das Innenmaß sein. Ungefähr. Ja, machen wir 20 mal 20. Außen werden wir dann noch 5er Graben bauen. Bis auf Stein runter. Mit 1, 2, 3, 4 Ausgängen vielleicht sogar. Und mal schauen, in welche Richtung. Entweder darüber die Rampe oder hier in die Richtung. Aber was mir gerade auffällt. Kaum Stein ist da. Pfeile. Gesehen hat sie mich ja, glaube ich, schon. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie alleine ist. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass sie, wo ich hinziehen muss, wenn sie laufen. Na gut. Nicht zu nah dahin. So wollen sie jetzt nicht wecken. Also es ist 0 Uhr. Ja, ich würde sagen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit meiner Rüstung beschäftigen, beziehungsweise meiner Ausrüstung. Pfeile machen.
und so und so. Und wo habe ich denn das Holz hin? Hä? Da. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Pfeile machen. Ich werde mich nur so ein bisschen vorbereiten. Für euch war es das an der Stelle. Wir sehen uns morgen wieder. Ich danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Man sieht sich. Viel Spaß, schönen Abend. Bis morgen.